Dr. Espendiller, AfD. Ja, danke, Herr Präsident, für das Wort. Herr Scheuer, ich würde gerne das Thema 5G und Netzausbau einmal kurz ansprechen. Sie werden die Debatte in den letzten Wochen verfolgt haben, was den Netzwerkausrüster Huawei angeht. Da gibt es ja international erhebliche Sicherheitsbedenken, auch hier in Deutschland. Zum Beispiel Australien, Neuseeland, Kanada, Frankreich, Großbritannien, USA und weitere. Wir als AfD-Fraktion teilen das. Wir haben ja schon einen Antrag gestellt, Huawei auszuschließen als Netzwerkausrüster. Jetzt hat die Bundesnetzagentur Sicherheitsvorgaben rausgegeben, um dem Problem entgegenzuwirken. Frau Merkel hat jetzt gestern in der Zeitung gesagt, ich zitiere, dass sensible Sicherheitsfragen nicht öffentlich diskutiert werden sollten. Ich würde Sie als Minister jetzt mal fragen, wie Sie dazu stehen. Sind Sie der Meinung, dass die Bürger über die Sicherheitsbedenken bei Huawei ausführlich informiert werden sollten und zeitnah? Also die Bundeskanzlerin hat recht, wenn sie diese Bemerkung macht. Es ist aber natürlich in der Debatte klar, dass die Bundesnetzagentur Sicherheitsvorgaben macht. Das betrifft aber auch jeden Hersteller. Und wir haben erst diese Stunden und diese Tage darüber diskutiert, was unsere beste Absicherung unserer Infrastruktur ist. Da könnte ich jetzt in die technische Tiefe gehen, in einer Minute schwer leistbar. Aber trotzdem heißt es, wir wollen zum einen ja bei der Infrastruktur keinen zeitlichen Rückschlag erleiden. Das wollen Sie auch nicht, aber mit Ihrem Antrag untermauern Sie das, weil wenn ich alle jetzt bestehenden Anlagen von einem Hersteller abbauen muss, dann ist das Zeitverzug. Und das Zweite ist aber, wir brauchen verschiedene Ebenen. Mit verschiedenen Fachausdrücken könnte ich das nochmal stärker aufdröseln, aber wir brauchen verschiedene Ebenen, wo eine infrastrukturkritische Ausstattung mit Herstellern, die aus anderen Ländern kommen, betrifft ja nicht nur die China, sondern auch andere Herstellerländer, dass das für die deutsche Infrastruktur abgesichert wird. Und diese Sicherheitsvorgaben, die macht die Bundesnetzagentur und das ist auch sinnvoll und auch praktikabel für unseren Anspruch. Ja, ich würde mal ganz konkret nachfragen, konkret zu Huawei, wenn da Sicherheitsbedenken vorliegen sollten, die auch konkret nachweisbar sind, wird die Bundesregierung dann die Bevölkerung im Detail darüber informieren, ja oder nein? Wir haben intensiv zwischen den Ministerien darüber geredet, was der richtige Weg ist. Und die Bundesnetzagentur hat zwar in ihrer Unabhängigkeit, aber diese Diskussion, die wir geführt haben, in Sicherheitsanforderungen übernommen. Der Kollege Huben, FDP.